Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Info Thüringen. Wir machen heute Restarbeiten düngen, Feld Nummer 60, 38 und später die 12. Wir bereiten uns vor für den nächsten Pflanzen von Bäumen. Dazu nehmen wir die Stumpen weg. Ein paar Bäume werden wir noch fällen, damit wir noch Geld verdienen können. Damit wir die Kreditzinsen zahlen können. Und dazu reicht das Geld aktuell nicht. Natürlich auch Dünger kaufen und Lohnzahlung. Wir haben noch ein bisschen was im Lager. Das können wir gleich verkaufen. Da sollen wir im LKW laufen. Wir haben hier den LKW im Hof zu stehen. Unsere neuen Hallen. Dann laufen wir ganz kurz durch den Wald durch. Wir haben ja ungefähr 200, das heißt ungefähr genau 200 Bäume gepflanzt. Neu. Jung und schön. Schön grün. Freut mir. Und die etwas größeren Bäume. Es wäre natürlich schön, wenn die Bäume ein bisschen flexibel aussehen würden. Das heißt, auch mal andere dabei wären, also Tannen, Fichten, ja, und andere Nadelgehölze, die es so gibt. Aber gut. Man soll ja zufrieden sein, ne? So, wo stellen wir die Hänger am besten hin? Neben der Halle erstmal, ob die stört. Auf der Straße ungünstig. Ja, hier kann man hin. Das ist ganz gut. Jetzt haben wir uns zum Unebenheiten gerade gesehen. Oder gespürt. Den Hänger werden wir mal kurz wegnehmen, wegräumen. Nimm den größeren Hänger, da gibt mehr rein. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht mehr, aber trotzdem. So. Stellen wir auch daneben hin. Gasmähen haben wir heute noch nicht. Dazu fehlen die Maschinen. Ja, fahren Motor aus nicht, das geht nicht, da wollen wir was tun. Dann holen wir uns in den großen blauen Anhänger. Da kommen wir gleich runter, das bin hoch. So, ein bisschen Geld verdienen durch Verkauf von ein paar Dingen, die wir noch im Lager haben. Da haben wir noch ein. Also, da fährt nur kalt, glaube ich. Und geht keine Pflegeprüfung. Dünger 2%. Arm Schlimmer, das reicht bestimmt nicht. Schauen wir mal, was wir alles drin haben, was wir verkaufen können. So, Weizen haben wir zu wenig, das ist eindeutig. Gerste würde gerade so was gehen. Hafer haben wir. Kriegen wir uns eine Höhe voll. Wo ist der Hafer, besser Preis? Ja, Dünger ist fast fertig, da ist er zur Hälfte. So, Hafer. Hafer wäre aktuell Getreide AG. Gar nicht mal so schlecht. Fast 1000. Für Thüringen gerade ist das gut. Wenn wir mal kurz angucken, im Season-Menü,
Aussaat ist aktuell noch möglich für Sojabohnen und Mais. Das Baumwolle geht nicht. Hafer. Hafer ist aktuell, naja gut, den besten Preis kriegen wir aktuell nicht. Hätten wir schon früher verkaufen müssen, aber das wird ja morgen noch schlechter. So, es muss aufgefüllt werden, das heißt, was ich gerade gedacht habe und befürchtet habe, und schönen Sonnenblumen, die ist schon schön gewachsen. Stelle merken. Nächstes Mal werden wir das Ding vorher vollfüllen. An der Stelle noch nicht ausgesehen. Noch nicht schlecht. Mal schnell Dünger holen. 1, 2, 3 in der vierten Spur. Ja. Mal das Gewicht hinlassen können, ne? So, Raps ist heute Ernte nicht möglich. Ja. Getreide auch nicht. Wahrscheinlich morgen. Raps muss noch blühen. Jetzt haben wir Sommer Anfang, Ende Sommer schätze ich mal. Sonntag im Herbst. Mal lieber Innensicht machen. Bisschen besser. Es gab ja nur für die Grafikkarte ein neues Update. Neuen Treiber. Sollte die Performance verbessert werden? Bisher kann ich sagen, ist es so. Obwohl die natürlich LS nicht erwähnt haben, was sie da verbessert haben. Aber wenn das hier bei besonderen Spielen bei 20% besser geht, dann gehe ich von aus, dass es hier auch entsprechend besser ist. Dünger, Dünger, Dünger. Also der Plattenweg ist eine Katastrophe. Ja, durchgeschüttelt. Gut, man kein Phasenlader hat hier. So. Ich glaube, das ist hier. Dann wollte ich arm werden. Gut, mit dem Hafer kann man ein bisschen Geld verdienen. Kommt schon wieder 100.000 zusammen, ich glaube. Naja, hat das Geld dafür gereicht. Ich meine, das ist schön, dass es schon gewachsen ist, ne? Da habe ich auch schon Lehrgeld gezahlt. Zu kalt ausgesehen. Dann auf der Kernstadt damals habe ich mir ein Feld gepachtet. Was pachten war da irgendwie möglich. Gab es einen Mod dafür. Aber auch nicht mitgedacht, dass da mit Pachten jedes, also jeden Tag verrechnet wird. Und wenn du normal spielst, also ohne Season, da hast du ja nach 2-3 Tagen hast du ja die Ernte. So mit Einnahmen. Und bei Season dauert ihr da mindestens mal 4, ne? Und dann ist die Aussaat schief gegangen komplett, weil alles ja voll zu kalt war. Und ich mache auch schnell Vorlauf, ne? Denke, man muss ja bald die Ernte kommen, kann ja nicht sein. Ja, da war es
pleite mehr oder weniger, da geht nichts mehr. Die Schulden hat nicht zurückbilden können, zahlen können. Also da müsste man im Prinzip die Pacht, wenn sowas geben würde, an Season anpassen. Weil das Jahr läuft ja anders. Wie Normalmodus. So, irgendwo waren wir es richtig geblieben. 1, 2, 3, 4. Die Stelle haben wir auch gesehen gehabt. Wenn wir mal ganz kurz schauen auf der Karte. Übersicht. Ja, Stück zum Weiß gefahren schon. Ja, irgendwie bei dem muss man Filter an oder das anders anziehen. Ah, Unkraut. Also Unkraut werde ich da nicht bekämpfen, punktuell. Kann sein, dass ich mal nächstes Mal komplett. So. Sollte funktionieren. Ja, gut. Hoffen wir, ne? So. Jetzt können wir unser Hafer verkaufen. Getreide, auf geht's. Machen wir die Innenansicht, das bin besser. So, geht's los. Ich hab zwar den Mod zum Spiegel verstellen, aber ich hab nicht genau im Kopf, wie das welchen Tasten nochmal einstellen muss. Na, ist auch egal. Wir schauen mal nach vorne, ne? Da hat noch ein Düngersteuer, den können wir nicht verkaufen. Wir hätten noch vorne fahren können. Zum anderen Ausfahrt. Rein rechnerisch könnte man LKW verkaufen, aber. Das ist das große Aber. Wenn wir die Ernte fahren, einfahren, dann brauchen wir mindestens 2 LKWs, wenn wir wirklich viel haben. Ne? Bei Getreide zum Beispiel, wie der 48 und 49. Da, wenn wir einen Kurs einfahren, mit einer großen Runde, dass sie sich gar nicht blockieren. Also das dauert noch ein bisschen. Können wir machen, wenn wir lange weiter haben. Schauen wir noch auf Lager haben, ob das ein Raps oder dergleichen. Raps glaube ich nicht mehr. Gerste war noch ein bisschen um die 40.000. Bisschen Moos brauchen wir noch, ne? Um über die Runden zu kommen. Wir haben ja um die 25.000 Euro Zinsen. So, das recht mal hoch. Jetzt jeden Tag, bis die Ernte kommt, das dauert noch ein bisschen. Wenn die Ernte kommt, dann hast du einen schlechten Preis. Das heißt, du musst einlagern und ein bisschen warten. Das heißt, hier müssen von den Schulden runter. Deswegen knallen wir auch näher Gras rein, muss ich mal schauen, ob es hinkommt. Da wird dann im Frühjahr dann entsprechend komplett, ja, viel Arbeit bei den großen Feldern vor allen Dingen.
Und die müssen viel investieren, damit man Fahrzeuge haben. Brauchen ja auch die Ballenpressen. Und ja, Ballenanlagen haben wir. Ja, Mehlwerke brauchen wir auf jeden Fall. Oder wir werden gleich die große Krone kaufen. Und die ist ziemlich teuer. Da fahren wir besser bei weg. Wir würden erstmal komplett mähen. Ein großes. Ah, deshalb haben wir auch die Hänger genommen. Hier geht mit Kippen nicht. Der andere, der rote, ich weiß gar nicht. Der rote, ach, der rote geht auch nicht. Der geht, würde auch gehen. Der rote würde auch gehen. Das ist jetzt der erste Hänger. Und da haben wir das Förderband. Und wenn wir jetzt komplett hoch, also ankippen würden, dann wäre das mit dem Dachrand vielleicht. Gut, jetzt sind wir mit flüssig für 2 Jahreszeiten. 2 Tage. Bis Ende Sommer. Ah. Was haben wir noch auf Lager? Gleich mal gucken. Eine Übersicht. So. Ich glaube, mehr haben wir gar nicht mehr. Gülle haben wir nicht. Aber BGH wird sich lohnen, ne? Das sind noch die alten Preise. Scheune, Silage, 100. Scherz kriegst du. Sägewerk kostet. Das ist. Müsste Hackschnitzel sein. Mais 1000. Einmal schlecht. Gut, mehr haben wir nicht. Einer ist fertig, dann werden wir mal erledigen. Den gleich auf den. Gleich auf die andere Spur schicken. Das sollte für Feld 12 reichen. Denn wir werden noch ein bisschen. Wir müssen noch Geld verdienen. Also auf jeden Fall wollen wir den Rest Bäume fällen. Und immer so Stück für Stück verkaufen, wenn wir brauchen. Damit wir die Kosten haben für die Schulden. Und dann müssen wir schauen, ob wir nochmal kräftig investieren in Technik vom Mähen und Wehen, Schwadder. Das sind praktisch mit 2 Geräten mähen. Ein Gerät groß schwatten tut und dann 2 Ballenpressen arbeiten lassen. In Silo reinfahren, naja, bin ich nicht von begeistert. So, fangen wir gleich hier vorne an. Mal alten Kost löschen. Feld 12 und 2 Bahnen. Wie gesagt, da brauchen wir ungefähr 3 Folgen. Aber das passt. Ja, zeigt dann an, das ist gut. Wenn er nicht anzeigt, dann ist er noch nicht geeignet zum Düngen. Wegen nicht vorhandener Wachstumsstufe. So. Gut, haben wir gleich geschafft. Jetzt fahren wir nicht mehr zurück zum Hof.
So, liebe Freunde und Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann.